Leute, was glaubt ihr? Wird so das Crafting sein im DMC? Das war die Frage, als wir die Modern Warfare 2 Kampagne gespielt haben und in die Mission gekommen sind, wo man Loot sammeln konnte. Das erste Mal in einem Call of Duty Spiel, wo man Loot sammeln konnte. Und nicht nur das, man konnte den Loot in einen Rucksack stecken und damit sogar Crafts machen. Also man konnte ein Crafting-System anwenden, welches für die Kampagne ausgelegt war. Unglaublich und damit möglicherweise ein erster Ausblick auf das Loot-System in DMC-Modus. Und warum ist das so wichtig? Weil bis jetzt immer der Begriff Extraction Shooter benutzt wurde. Der DMC-Modus von Call of Duty ist ein neuer, angehender Extraction Shooter. Und was uns persönlich wichtig war, ist, dass es kein Extraction Shooter ist, wie zum Beispiel Hunt Showdown, sondern ein Extraction Loot Shooter, wie Escape from Tarkov, Marauders oder natürlich The Cycle Frontier. Das erste Spiel, was überhaupt released wurde in diesem Genre, also die Vertreter in diesem Genre, sind rar gesät. Und deswegen ist dieser Loot-Aspekt so unglaublich wichtig und dieser Ausblick in der Kampagne, dass jetzt tatsächlich Loot da ist. Wir sehen das erste Mal wirklich einzelne Items. Das beruhigt uns so sehr und bestätigt möglicherweise das Loot-System im DMC-Modus. In einem Extraction-Loot-Shooter ist der Reiz dadurch gegeben, dass man eine Runde reingeht und durch den Tod alles verliert, was man mit reingenommen hat. Seine Ausrüstung, seine Medizin, seine Munition, Rüstungen, Rucksäcke, alles, was man mit reinnimmt, ist weg. Das heißt, dieser Thrill ist ab der ersten Minute gegeben. Die Angst vor dem Tod, weil man alles verliert. Es ist sozusagen ein ständiger Kampf gegen die Angst zu sterben. Das Leben hat sozusagen eine sehr, sehr hohe Wertigkeit in einem Extraction-Loot-Shooter. Und genau das macht eben den Reiz aus an diesem Genre. Und deswegen will Call of Duty hier auch einen Schritt in die Tür reinbekommen. Um das ordentlich hinzukriegen, ist dieser Loot-Aspekt eben so wichtig, weil natürlich verliert man zwar alles, was man mit reingenommen hat, aber wertvolle Dinge, die man in der Runde findet, verliert man natürlich auch. Das heißt, dieser Kick, der ab der ersten Sekunde gegeben ist, wird im Laufe einer Runde immer größer und größer. Das Risiko zu sterben wird immer größer. Und es ist eine ständige Abwägung, ein weiteres Risiko einzugehen oder abzubrechen und versuchen, zu extracten, sowohl die Sachen zu sichern, die man mit reingenommen hat, als aber auch den wertvollen Loot, den man in der Runde gefunden hat. Jetzt war es bisher so, dass wir wussten, dass man Waffen finden kann. Wir wussten bisher, dass es ein Rucksacksystem gibt, wie auch immer das aussieht. Und wir wussten von den Blueprints, dass diese möglicherweise im DMC-Modus findbar sind. Also man stelle sich vor, eine sehr, sehr, sehr seltene Skin oder ein Blueprint mit sehr seltenen Attachments ist im DMC-Modus zu finden. Das würde natürlich die ganze COD-Community aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel Warzone 2, dazu motivieren, den DMC-Modus ausprobieren zu spielen, um zum Beispiel diese eine wertvolle Blueprint zu bekommen, zu extrahieren und dann für andere Modi zu nutzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Call of Duty irgendeinen dieser Wege gehen wird, um diese Modi zu verknüpfen. Es macht absolut Sinn, diese Synergien einzusetzen. Und genau das war auch bisher immer unsere Sorge, dass es eben dabei bleibt und nicht weiter in die Tiefe geht. In der Kampagne sehen wir jetzt, wie wir Schränke looten können. Wir können Nachttische aufmachen, Schubladen aufknacken und dort Loot finden. Zum Beispiel Bänder, Seile, Metall. Also tatsächlich richtig klassischer, sozusagen Anführungszeichen, wertloser Loot, wie in den anderen Extraction-Loot-Shootern auch. Das ist eine Riesenneuigkeit, das beruhigt uns sozusagen, dass wir wirklich vor einem Extraction-Loot-Shooter sprechen. In der Kampagne ist es so, dass wir im Rucksack eine gewisse Anzahl von Slots haben. Wir sehen hier kein Kachelsystem, sondern eine feste Vorgabe. Jeder Slot hat nochmal 4 Unterslots, das heißt, wir können zum Beispiel 4 Schrauben mitnehmen, 4 Metallstücke, 4 Seile, 4-mal Paraffin. Und wir können davon ausgehen, dass je größer der Rucksack wäre in einem DMC-Modus, desto mehr Slots und vielleicht auch größere Slots hätten wir. Ist natürlich rein spekulativ, vielleicht ist es auch nur ein Ausblick, wie es sein könnte. Sozusagen runtergebrochen wirklich als kleine Sneak-Preview auf den DMC-Modus. Wir haben nämlich einen Leak gehabt, dass es ein Kachelsystem geben wird im DMC-Modus. Wer weiß, ob das wirklich kommen wird, aber wenn es ein Kachelsystem gibt, dann ist natürlich das Rucksacksystem nochmal viel komplexer. Was jetzt unser stark strapaziertes Herz mit dieser tollen Nachricht nochmal weiter in den Herzinfarkt treibt, ist die Tatsache, dass wir hier craften können. Wir haben ein Crafting-System. Auch das gibt es in allen anderen Extraction-Loot-Shootern, Tarkov, Cycle, Marauders. Man kann craften, aber dort jeweils nur in der Basis. Das heißt, man muss nach Hause gehen und kann dort eine Waffe craften oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, Tools, um damit weitere Tools zu craften, um seine Basis, sein Hideout, seine Quartiere, wie auch immer es in den Spielen jeweils heißt, weiter auszubauen oder Items zu craften, die man möglicherweise für Missionen braucht.
In der Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2 ist das erste Mal, dass ein Crafting-System zu sehen, welches in-game abrufbar ist. Das heißt, wir können in einer Runde unsere Items nehmen und daraus neue Dinge craften, sozusagen im DayZ-Modus. Das heißt, es wird nicht nur ein Loot-System vorgestellt, sondern auch ein Crafting-System, welches dann im DMZ möglicherweise sogar in-game abrufbar ist, was absolut krass wäre, wenn es wirklich so kommt. Es ist ein Schritt weit weg von diesem ganz einfachen Blueprint-System, die man finden kann, hin zu einem komplexeren Loot-System und Crafting-System und deutet darauf hin, dass wir möglicherweise wirklich, wirklich einen richtig schönen DMZ-Modus bekommen werden. Denn dazu kommt jetzt nochmal die Information, dass wir wissen, dass es ein Flea Market wie in Escape from Tarkov geben wird. Also Marauders und Cycle haben so ein Flea Market-System nicht aus Gründen. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wieso, weshalb, warum, was die Vor- und Nachteile sind, aber Tatsache ist, dass wir wissen, dass es möglicherweise einen Flea Market im DMZ-Modus gibt. Das heißt, hier können sozusagen Items auf Händlerbasis angeboten werden. Das bedeutet, als Spieler oder auch als Ingame-Händler, also als KI-Händler, setzt man seine Ware in ein Handelssystem ein und verkauft es zu einem festen Preis. Wenn das wirklich so kommt, bedeutet das, dass wir hier möglicherweise ein recht komplexes ökonomisches System vorliegen haben. Nicht so krass natürlich wie in Escape from Tarkov, das erwartet auch keiner, das will auch keiner, weil wir hier natürlich einen viel einfacheren Zugang wollen für die Spieler. Aber jetzt, wo wir dieses Loot-System sehen, wie Loot aussehen könnte, kann man sich auch nochmal etwas besser vorstellen, wie ein Handelssystem aussehen könnte. Alles ergibt mehr und mehr Sinn und wenn wir jetzt zu dem nächsten Punkt kommen, die Missionen. Wir wissen ja von den Fraktionen, Maus und White Lotus, dass die Missionen Belohnungen hinterlassen. Wir haben leider erst eine einzige Belohnung gesehen und das ist eine Handgranate. Das heißt, ein Bild wurde geleakt, in dem eine Missionsbelohnung, eine Handgranate war, plus so und so viel Dollar, die man kriegen konnte. Das heißt, man bekommt ein Item durch die Mission selbst. Und auch das ist eine weitere Bestätigung, möglicherweise auf dieses Loot-System, was wir sehen, auf das Handelssystem, auf das Rucksacksystem. Und ich möchte noch einen draufsetzen, es ist eine Bestätigung für ein Stash-System. Denn natürlich, diese Granate, die wir finden, muss natürlich auch irgendwo platziert werden. Genauso ist es so, dass wir wissen, dass wir Waffen finden können im DMZ-Modus und diese Waffen müssen auch irgendwo platziert werden. Also es schreit nach einem Stash-System und wenn dieses Loot-System, was wir hier sehen, so kommt, wie wir es hier sehen, dann haben wir ein möglicherweise komplexes Stash-System, in dem alles Mögliche gelagert werden kann, so wie in Cycle Frontier, Marauders und Tarkov. Und damit nähern wir uns wirklich in großen Schritten immer weiter einer richtig schönen Definition von einem richtigen Extraction-Loot-Shooter. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt und gehypt. Da muss man aber ganz vorsichtig sein, weil dieser Hype kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Es kann sein, dass dieses Loot-System, was wir hier sehen, nur für die Kampagne gemacht wurde, dass es kein Karrelsystem gibt, dass der Flea Market nur ein Gerücht war und dass die Granate in der Missionsbelohnung vielleicht nur bedeutet, dass man einen Granatentypen freischaltet. Deswegen nicht verrückt machen lassen, die Aussicht auf Erfolg ist immens groß, der Hype ist da, aber je mehr man gehypt ist, desto größer kann man auch nach unten fallen, desto größer ist die Enttäuschung, deswegen ganz, ganz vorsichtig. Ich versuche mich selber immer wieder zu bremsen und abzuwarten, was noch kommt an Informationen. Sobald wir mehr wissen, hauen wir es natürlich raus, Leute. Bis dahin, bleibt gesund und sauber, macht keinen Quatsch, bis zum nächsten Mal, bis zu den nächsten News, hasta luego und hasta la vista. Lass das Geld liegen? Was? Nee, sonst kann ich nichts mehr mitnehmen, ne? Aber du hast recht. Im DMZ-Modus könntest du jetzt... Nein, keine Ahnung. Aber soll ich euch was sagen? Die ganze Mechanik hier mit dem Looten, mit den Kisten öffnen, Tresoren öffnen und sowas, dieser PC, der hier steht, naja, das macht einen so Spannung auf den 16.11. Das macht einen so Spannung auf den 16.11. Ob das die Mechaniken sind, die dann da kommen... wie gesagt, man kann ja nur enttäuscht werden, wenn man sich zu viel freut. Aber trotzdem macht das irgendwie Spannung, finde ich. Also mega sogar. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich mich da so... ob ich mich da so... hypen lasse. Weil wenn das so wäre, das wäre schon mega. Das wäre wirklich schon mega. Das wäre schon ein riesen Schritt. Das wäre schon mal... Das ist zwar nichts Großes, ja? Also versteht mich nicht falsch, das ist nichts Großes. Das Loot-System ist nichts Großes. Aber wenn das drin wäre, dann wäre das ein riesen Schritt nach vorne in den Extraction-Looter-Bereich. Extraction-Looter-Shooter-Bereich. Ich meine, wir reden von einem Call of Duty. Wenn das ein Hauptelement ist in einem DMZ, da wären wir schon glücklich. Ich habe ja gesagt, wenn DMZ nur ein Drittel hat von The Cycle Frontier, ein Drittel, dann sind wir glücklich.
Und das hier ist ein Drittel davon. Das ist sogar mehr schon als ein Drittel. Cycle kannst du ja nicht craften jetzt zum Beispiel. Ne? Also, das wäre schon krass einfach. Aber wie gesagt, am besten Gehirn zurückspulen, alles vergessen, was wir gesehen haben und so und einfach abwarten, was am 16. passiert.